Finale bei Özay. Und der will zeigen, dass griechische Küche mehr kann als Bifteki und Souvlaki. Bei uns gelten die 3G-Regelung. Geile Gäste, geiles Essen, geile Atmosphäre. Aber bei G wie Grillgemüse läuft was schief. Dieses Grillgemüse war halt nicht gewürzt. Ob Paprika, ob Zucchini, ob Pilze, hat überall was gefehlt. Jetzt könnte man sich darüber streiten, ist das jetzt zu dick oder nicht. Jetzt gießt sich noch ein bisschen schlechter, ne? Auch beim Dessert hapert's. Die Erwartungshaltung wurde bei mir nicht erfüllt. Wenn du nicht ablieferst, ziehen die dir das Fell über die Ohren. Garantiert. Willkommen zum Mega-Finale in Koblenz. Die ersten drei Gastronomen lagen noch dicht an dicht, doch gestern ist Thorsten abgeschlagen auf dem vorerst letzten Platz gelandet. Heute greift Özay ins Geschehen ein. Und den findet Profikoch Mike Süßer auch heute direkt am Rheinufer. Letzter Tag, wieder in Koblenz, ne? Schau hinter mir. Da waren wir gestern. Ne? Voll geil. Jetzt ist der Özay dran, ne? Und sein Restaurant ja, ist Programm. Der Grieche. So, wenn ihr euch den jungen Mann angeschaut habt, die ganze Woche, das ist eine coole Socke, oder? Also gehe ich mal davon aus, hier nicht irgendwie diese ganzen Säulen und die ganzen Figuren aus Griechenland, das wird ein bisschen moderner. Auch seine Aussage, die er gemacht hat, finde ich saugeil. Bei ihm ist die 3G-Regel. Hm? Wisst ihr was? Geiles Essen, geile Atmosphäre und geile Gäste. Und zu den letzten ordne ich mich ein. Na denn, was erwartet uns denn heute, lieber Özay? Der Grieche soll ein Ausdruck sein, dass wir einfach die neue Generation sind, die einfach Bock haben, die Gäste mit neuen Varianten des klassischen griechischen Küche zu faszinieren. Özay ist mit Leib und Seele Gastronom. Das ist mein Traum, das schaut euch da einfach mal an. Es ist einfach nur meine Handschrift. Es ist einfach mein Baby. Ja, ich bin ein bisschen selbstverliebt. Jeder doch ein bisschen. Ne? Also, Hauptsache wird hier sein, dass du jetzt ablieferst. Nicht nur von dem Ambiente, Erwartungshaltung von außen, Ambiente innen. Du wirst dich wundern. Wenn du nicht ablieferst, ziehen die dir das Fell über die Ohren. Garantiert. So, lieber Mike, dann mal rein in den ultramodernen Griechen. Alter, das ist hier. Das ist hier Club-Atmosphäre, hallo! Ja, hi, servus, grüß dich! Hi. Da? Hamza. Hamza, hallo! Alter, was ist das denn? Hier gehe ich essen und feiern, oder? Ja, was gibt's da? Das ist Chandon. Alter, es gehört zu eurem Konzept, ne? Absolut. Liege ich richtig? 22 Uhr fliegen die Servietten, ein bisschen Feuerwerk und danach wird die Musik ein bisschen lauter. Der Profi ist vom Ambiente schon mal schwer beeindruckt. Also es ist schon sehr, sehr schick gemacht alles, würde ich sagen, oder? Vielen Dank. Ist so ein bisschen Großstadt-Flair, habe ich auch das Gefühl. Ist genau. Das, darf man das so sagen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall Großstadt-schick, was wir hier haben. Schau mal hier, hast du das alles selber ausgesucht hier? Alles, oder? Komplett Interieur ist meine Handschrift, ja. Deine Handschrift? Also es verspricht auch innen das, was draußen quasi schon angedeutet wird. Die Küche schaut wie aus? Also modernes Griechenland ein bisschen oder so wie früher oder wie, also, wie muss ich mir das vorstellen? Mike, dazu muss ich sagen, wir haben angefangen erst mit komplett andere Karte, wie man von einem Griechen kennt. Ja. Dann sind leider Gäste aufgestanden und gegangen. Ach so. Weil sie einfach das klassische Gyros Bifteki einfach haben wollten. Man kann schon ein paar neue Sachen einbringen, aber man muss ein paar, also ne, das Bifteki und das Souvlaki Moped und all sowas muss alles drauf sein, ne? Haben wir auch, aber wir haben auch echt ganz, ganz coole Sachen, okay. Ganz zeitgemäß und ja, lass dich einfach mal überraschen. Ja, ich bin jetzt schon überrascht. Schau, wie schön das ist, ne? Danke. Das ist toll, dass das klappt. Der Florian wartet ganz. Florian? Ja, der Florian ist. Also ein typischer griechischer Name. Genau, so ist es. Ja, Florianos. So, eh klar. Und der regiert im 30 Quadratmeter großen Herzstück des Griechen. Kriege ich jetzt die Klassik oder kriege ich eher was Moderneres? Wir machen was Moderneres. Heißt? Also, wir machen ein Lammkarree. Ja. Im Ganzen gegart, auch auf dem Lavasteingrill. Dann machen wir dazu ein Brokkoli mit Sesam. Okay. Wir haben jetzt ein Bimi, das ist ja, so eine Art Brokkoli. Wir sind ein bisschen moderner. Ja, das ist ja. Das sind zwei verschiedene Brokkoli miteinander gekreuzt worden. So ein, irgendwie so ein chinesischer, der hat so große grüne Blätter und langstielig. Und der normale. Und da ist dann der Bimi rausgekommen. Und frittierte Auberginenwürfel mit Miso-Lack. Aha, sag ich ja. Dass wir so ein bisschen gut den Gästen auch mal was Neues bieten können. Wo starten wir mit? Jungs. Wir fangen mit dem Lamm an. Lamm haben wir hier. Auf geht's, dann bin ich dabei.
Wir kriegen das immer von unserem türkischen Metzger. Mhm, finde ich gut. Beim türkischen Lebensmittelhändler ist dann auch ein Lamm, das wirklich aus der Region in Deutschland kommt und nicht eben aus Neuseeland. Genau, ist kein neuseeländisches... Ne, das ist deutsches Lamm. Ne? Das ist und, richtig. Von daher, das finde ich schon mal grundsätzlich gut. Ich gehe da gerne einkaufen, von daher passt das für mich. Gell? Das deutsche Lamm zerteilt Florian erstmal fachgerecht in eine Tellerportion. Ja, würden wir das Ganze jetzt grillen. Das irritiert den Profi. Wir haben jetzt nur portioniert, oder? Genau. Und du schmeißt es jetzt schon rauf? Hast du schon mal ein Fragezeichen in einem Gesicht gesehen? Ja, eben gerade. Ja? Was stört denn, Mike? Darf ich zumindest erwähnen, dass wir das ja eigentlich klassisch zuputzen? Natürlich, sonst werden eigentlich die Silberhaut weg, den Knochen weiß putzen. Das hat aber einen Grund. Und das wird nicht verraten, Es wird einen Grund haben, ja. Es hat einen Grund. Okay, können wir irgendwas zwischendurch machen? Du kochst richtig mit Soßen. Es gibt nicht so viele Griechen, auch nicht wie viele Italiener, die so Süßchen machen. Das ist ein richtiges Süßchen. Unsere Jus ist Rind und Lamm. Wir kriegen auch die Wirbelsäule mit. Gibt es was, was wir zwischendurch machen können jetzt? Wir fangen jetzt an mit dem Hummus. Warum Hummus und griechische Küche? Das liegt daran, wo der Özal herkommt, ist halt direkt unmittelbar an der Grenze zu der Türkei. Und da ist es so, dass auch der Hummus in Griechenland genauso verwendet wird und angewendet wird. Das ist die Erklärung. Sind die Kichererbsen aus der Dose oder eingelegt? Dose. Das sind jetzt Dosen, man kann sie über Nacht einlegen. Das ist, mache ich auch aus der Dose. Dann hast du die Sesampaste. Ne? Genau, das ist einfach reiner Sesam püriert. Genau, Knoblauch. Genau, das ist Kumin. Ja, Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, genau. Zitronenzeste kommt gleich was noch rein. Was hast du hier? Olivenöl. Okay. Einfach ein sehr gutes griechisches Olivenöl, was der Chef persönlich. Ich würde sagen, das ist das Beste, ne, vom Chef, oder? Aber natürlich. Noch ordentlich Knoblauch und ein paar Gewürze, dann ist die Soße auch schon fertig. Das Lamm bereitet Mike nach wie vor Sorgen. Und dein Fleisch hier irgendwann mal umdrehen oder nervös werden. Florian hat die Ruhe weg. Guck mal, doch nochmal nach dem. Ich wollte schon immer nach Sesampaste riechen. So, jetzt stellen wir das mal einmal hochkant. Und ich warte noch auf die Überraschung, weil es ist nur zugeputzt worden. Und das verrätst du mir immer noch nicht? Noch nicht. Und draußen, Chef, verrät er mir das? Wahrscheinlich schon. Für Mike ein willkommener Anlass, die Küche zu räumen und vom Gastgeber eine Erklärung zu fordern. Doch der lässt auf sich warten, mit gutem Grund. Ach nee. Und das machst du immer persönlich? Immer. Ehrlich? Wir trangieren Lamm, Steaks. So, Mike, magst du mit Fettlappen oder ohne? Bei Özay darf der Gast entscheiden. Jetzt kapiere ich erst mal eins. Ich habe nämlich drinnen gefragt, warum lässt der alles dran? Und das fragst du dann immer am Gast? Immer. Ich esse alles mit. Sehr gerne. Man muss mal festhalten, dass ich sicherlich bei einem Griechen noch nie was trangiert bekommen habe. Und ich das auch noch nie so richtig gehört habe. Ich finde das gut. So, Mike. Und jetzt kommst du auch dazu, oder? Ja, ich bin dabei. Sehr gut. Ich bin mal gespannt. Lass es dir schmecken. Wir sind im modernen Griechenland, oder? Richtig. Sehr gut. Dann muss es jetzt nur noch schmecken. Guten Appetit, lieber Mike. Eigentlich mal ein griechisches Gericht, wo ich nicht Tzatziki brauche, sondern einfach diese schöne Aromatik von Knoblauch, frisch. Schöne frische Zitrone noch drüber, oder? Ein tolles Produkt an Lamm. Super. Auch das Fleisch, ne, von der Qualität super. Ne? Schön so ein bisschen an den Knochen gegart, das ist immer gut. Ich habe dann auch noch alle Texturen durch. Am Rande, so ein bisschen, selbst am Rand. Schau mal hier, das ist vom Rand geschnitten. Ne? Da kann das schneller mal durchziehen. Ne? Das ist trotzdem saftig. Also Fleisch ist top. Super gegart. Tatsächlich ist ja auch der Geschmack, wenn er dann am Knochen gart, ist das immer geiler für ein Stück Fleisch. Ist das jetzt die frittierte Aubergine, die mir der Florian erklärt hat? Ist die ein bisschen süßlich oder? Gut. Ein bisschen karamellisiert schmeckt's. Mhm. Erzähl. Ist ein Imiglico, also Imiglico Jus, das heißt griechischer süßer Likörwein mit eingebunden und somit auch frittiert dann. Und du glaubst, ich kenne alles, oder was? Ja, ich bin begeistert. So schaut das aus. Ich finde, das ist eine super Geschichte, über die man mehr reden muss. Die Aubergine, das ist so das Gemüse, was im Supermarkt am wenigsten angetastet wird, ne, von dem Deutschen. Mhm. Das ist ein schöner Geschmack.
Und das ist ein Likör? Genau, ein griechischer Likörwein, ja. Wie heißt der? Imiglikos. Tja, Imiglikos, na gerade. Aber gut ausgesprochen, ne? Und was gelernt, Imiglikos. Hummus toll. Du hast auch die Note des Kreuzkümmels in deine Küche gebracht. Ich stehe auf Kreuzkümmel, für mich passt das gut. Äußerst gelungen, äußerst lecker, toll, schmackhaft. Nicht so diese klassische Tzatziki-Bombe, die ich auch liebe. Ich liebe das, aber das freut mich. Das ist jetzt einfach ein erweitertes Griechenland, was ich gerne auch mal bereisen würde. Ne? Vielen Dank. Da ist eine Wertschätzung, was mich auf jeden Fall, mich und mein Team voll nach vorne pusht. Mega geil. Koblenz, sowieso eine Reise wert, aber das Umland eben auch. Und kulinarisch die ganze Woche echt richtig toll. Ne? Hier der moderne Grieche. Ne? Ey, cool. Ne? Ganz, ganz toll. Super Gruppe. Ja, oh, Alter, das ist Freitag. Ne? Und ich muss dann auch noch meine Punkte gehen. Jetzt schauen wir erstmal, was da passiert.